10 unnormal große Katzenrassen. Wie süß sie doch sind, diese kleinen Katzenbabys, die jeder zweite Influencer mittlerweile auf Instagram postet. Mit ihren kleinen Pfötchen, dem runden Kopf und dem schmalen Körper sind sie echt zum Kuscheln gemacht. Doch auch die kleinste Katze wird mal groß. Einige sogar zu groß. Hier sind unsere Top 10 der größten Katzen der Welt. 10. Norwegische Waldkatze. Eine der schönsten und gleichzeitig beliebtesten Katzen der Welt ist die norwegische Waldkatze. Das verspielte Tier kann bis zu 45 cm hoch und 130 cm lang werden. Damit kann sie so manches Kleinkind übertrumpfen. Charakteristisch ist ihr flauschig-wildes Fell mit der typischen Halskrause. Die heutige Körperform entstand, als sich die Katze im Laufe der Jahrtausende an die Lebensbedingungen im kalten Norwegen angepasst hat. Sie ist groß, kräftig und muskulös gebaut, sehr robust und besitzt ein doppellagiges Fell aus dichter Unterwolle und aus stark wasserabweisendem Deckhaar. Damit kann sie selbst den kalten skandinavischen Winter mit Temperaturen bis zu minus 30 Grad ohne Probleme überstehen. Und diese Körperform hat ihr Gewicht. Ganze 9,5 Kilogramm kann ein ausgewachsener Kater auf die Waage bringen. Die Katze, die 1972 sogar zur norwegischen Nationalkatze ernannt wurde, gilt als sehr sanft und gutmütig. Mit ihrem unkomplizierten, verspielten und menschenfreundlichen Verhalten wird sie gerne als Haustier gepflegt. Eine Katze der Extraklasse. 9. Ragamuffin. Eine ganz besondere Katze ist auch die Ragamuffin, eine Ragdoll-Katze. Sie gilt laut Guinness Buch der Rekorde als größte Hauskatze der Welt. Auch wird sie sehr gerne als kuscheliges Haustier gehalten. Mit ihrem dichten Fell und der verspielten, gemütlichen Art ist sie eine der süßesten Katzen der Welt. Aber genauso süß wie sie ist, so groß kann sie auch werden. Die Ragamuffin ist eine große Halblanghaarkatze mit einem langen, buschigen Schwanz. Kater können bis zu 10 Kilogramm schwer werden. Normale Hauskatzen erreichen meist maximal 8 Kilogramm. Die Ragamuffin kann bis zu 30 cm hoch und bis zu 90 cm lang werden. Entstanden ist die Rasse durch Züchtung, bei der in den 1980er Jahren die Fellfärbung der Siamkatze mit Perser- und Angora-Katzen gekreuzt wurde. Aber das hatte seinen Preis. Durch umstrittene Züchtungstechniken ist die Ragamuffin häufig von Erbkrankheiten und Inzucht geplagt. Ansonsten ist die Ragamuffin ein sehr menschenbezogenes Tier. Ihr freundliches Auftreten sowie ihre Intelligenz und Gesprächsfreudigkeit machen sie zu einem lebenden Kuscheltier. Damit und mit ihrem kinderfreundlichen Verhalten ist sie ideal als Familienkatze geeignet. 8. Sibirische Katze. Macht euch bereit für die imposante und majestätische sibirische Katze. Mit ihren markanten blauen Augen schaut sie direkt in dein Herz. Die sibirische Katze ist eine halblanghaarige Rassekatze von kräftiger Statur, die seit den 1980er Jahren weltweite Verbreitung als Hauskatze findet. Imposant ist auch ihr Körper. Bis zu 8 Kilogramm bringt das Tier auf die Waage. Bis zu 35 cm hoch und 80 cm lang kann die Katze werden. Der mittellange und buschige Schwanz lässt das Tier noch majestätischer wirken. Obwohl sie oft als Haustier gehalten wird, braucht die sibirische Katze genügend Platz, denn sie ist ein ausgezeichneter Jäger. Das Tier ist bewegungsfreudig und kann außerordentlich gut klettern und springen. In der Wohnung sollte mindestens ein großer Kratzbaum vorhanden sein. Auch ein weitläufiger Garten ist für den liebevollen Jäger empfehlenswert. Wird die Katze rücksichtsvoll erzogen, kann sie ein sehr enges Verhältnis zu Menschen entwickeln. 7. American Bobtail. Ein genauso verspieltes Wesen ist die American Bobtail. Lustig anzusehen ist vor allem der kurze, flauschige Schwanz, Bobtail, der dem Tier seinen Namen verleiht. Er hat nur maximal die Hälfte der Länge eines normalen Katzenschwanzes und lässt die Katze wie ein süßes Plüschtier aussehen. Dafür ist der Rest des Körpers umso gigantischer. Das Tier kann bis zu 7 Kilogramm schwer werden, eine Höhe von 40 cm und eine Länge von 70 cm erreichen. Der kräftige und stämmige Körperbau mit kräftigen Knochen und breiter Brust machen die American Bobtail zu einem Prachtexemplar in der Katzenwelt. American Bobtails haben ein sehr aktives, verspieltes und hundeähnliches Wesen. Sie gelten als freundlich und intelligent. Besonders gegenüber kleinen Kindern sind sie sehr liebevoll.
Perfekt geeignet also als netter Vierbeiner für zu Hause. 6. Ragdoll. Liebst du es, den ganzen Sonntag im Bett zu verbringen und mit deinem Haustier zu kuscheln? Dann ist die Ragdoll perfekt für dich geeignet. Kaum ein anderes Tier ist so schmusefreudig und entspannt wie diese in Amerika gezüchtete Katzenrasse. Ob beim Netflix-Schauen auf der Couch oder beim entspannten Liegen im Garten. Die Ragdoll ist dein bester Freund. Für diesen ruhigen Charakter ist ihre Körperform umso überraschender. Die Katzenrasse kann bis zu 10 Kilogramm schwer werden. Von der Nasenspitze bis zum Schwanz kann die Ragdoll eine Länge von bis zu 120 cm erreichen, bei einer Schulterhöhe von bis zu 40 cm. Der Körper ist massiv und muskulös, mit starken Knochen und einer kräftigen Gesamterscheinung. Ihr Name bedeutet übrigens übersetzt Stoffpuppe. Diese Bezeichnung bekam das Tier von der Züchterin Ann Baker, weil sich die Katze beim Hochnehmen wie eine Stoffpuppe schlaff hängen lässt. Charakteristisch ist auch der oft dunkle Kopf bei einem sonst flauschigen weißen Fell. 5. Maine Coon. Eine ebenso imposante Katzenart ist die Maine Coon, auch amerikanische Waldkatze genannt. 1985 wurde sie vom US-Bundesstaat Maine zur Staatskatze ernannt. Besonders bekannt ist sie für ihren buschigen langen Schwanz, der über 40 cm lang werden kann. Wow! Wegen ihres Wesens und der Größe wird sie oft auch als sanfter Riese bezeichnet. Immerhin wird sie bis zu 120 cm lang und über 40 cm hoch. 12 Kilogramm wiegt diese Schönheit. Das kann das Umarmen des kuscheligen Haustiers schon mal zu einer echten Herausforderung machen. Ihr Aussehen ist geprägt durch das lange, dichte und wasserabweisende Fell, sowie die Halskrause und die Fellbüschel zwischen den Zehen, die auch Schneeschuhe genannt werden. Eine Legende besagt, dass die Katze ihren Namen durch die Ähnlichkeit zu Waschbären, auf Englisch Raccoon, erhalten hat. Die Maine Coon zählt als begabter, wasseraffiner Jäger. Außerdem ist sie sehr intelligent und verspielt. Ihre Intelligenz nutzt sie auch regelmäßig, um Türen und Wasserhähne zu öffnen oder kleine Objekte aufzunehmen. Das knuffige Tier ist ausgesprochen freundlich und verhält sich trotz seiner enormen Größe immer liebevoll zu Erwachsenen, Kindern und anderen Haustieren. 4. Chauncey. Die Chauncey ist der lebende Beweis dafür, dass Katzen von Raubtieren wie Löwen und Tigern abstammen. Die Chauncey hat kurzhaariges Fell und einen athletischen Körper mit langen Beinen, was diese Katze zu einer guten Läuferin und einer exzellenten Springerin macht. Entstanden ist die Rasse aus der Kreuzung von Hauskatzen mit eng verwandten Wildkatzen. Und der Körper ist wahrlich beeindruckend. Bis zu 20 Kilogramm kann das Tier auf die Waage bringen. 46 cm hoch kann die Chauncey werden. Der keilförmige Kopf mit kräftigem Kinn und abgerundeten Ohren mit markanten Haarpuscheln lassen sie eher wie einen Luchs aussehen. Dennoch ist die Chauncey ein sehr liebevolles und soziales Wesen, das gerne auch anhänglich und verschmust werden kann. Ihre Abstammung als Wildkatze lässt sie oft freien Lauf, wenn die neugierige Katze auf Entdeckungstouren geht und dort Mäuse und Vögel jagt. Die Chauncey steht auf Abwechslung und Unterhaltung, weshalb ein Kratzbaum und viel Auslauf für die Haltung dieser Katzenart nötig ist. 3. Savannakatze. Macht euch bereit für ein wahres Wunderwesen der Katzenwelt. Die Savannakatze ist eine exotische Hauskatzenrasse, die aus der Kreuzung einer afrikanischen Wildkatze mit einer Hauskatze entstanden ist. Sie gilt als eine der teuersten Hauskatzen der Welt. Bis zu 15.000 Euro kann das Tier kosten. Mit ihrer enormen Länge von 120 cm und der Schulterhöhe von bis zu 45 cm gilt die Savannakatze als eine der größten Hauskatzen der Welt. Und auch das Gewicht ist beeindruckend. Eine Savannakatze kann gern mal über 20 kg wiegen. Kuscheln auf eigene Gefahr. Ihr Fell ist goldbraun mit schwarzen Punkten. Die Katze ist groß und schlank, mit langen Beinen, einem langen Hals und einem schmalen kleinen Kopf mit großen Ohren. Ihre Abstammung von Wildkatzen spiegelt sich auch in ihrem Wesen wider. Die Savanna kann aus dem Stand ganze 2 Meter hoch springen. Außerdem hat sie eine blitzschnelle Reaktionszeit. Sie hat einen starken Jagdtrieb und braucht viel Bewegung. Ansonsten ist sie freundlich, gesellig und verspielt. Ein beeindruckendes Haustier. 2. Ashira.
Mindestens genauso beeindruckend ist die Aschera. Bis zu 60% ihrer Gene stammen von Wildkatzen ab. Auch ihr Verhalten deutet auf die Abstammung hin. Aber diese Besonderheit hat ihren Preis. Bis zu $50.000 soll eines dieser Prachtexemplare kosten. Das macht die Aschera zur teuersten Katze der Welt. Teurer als so mancher Neuwagen. Die Aschera kann außerdem weit über einen Meter lang und 60 cm hoch sein. Das Gewicht beträgt bis zu gewaltigen 18 Kilogramm. Genauso kräftig wie dieses Tier ist, genauso wild ist es auch. Die Aschera braucht wegen ihrer Gene besonders viel Auslauf. Die temperamentvolle Katze kann auch gerne mal aggressiv werden und benötigt eine aufwendige Haltung und Pflege. Auch hier gilt: Kuscheln auf eigene Gefahr. 1. Serval. Macht euch bereit für unsere Nummer 1. Sie ist noch größer und gigantischer als alle Tiere, die wir bisher in diesem Video gezeigt haben. Der Serval. Das majestätische Tier lebt in den Steppen und Savannen Afrikas und ernährt sich vor allem von kleinen Nagetieren. Der Körper ist schlank, mit langen Beinen und einem kleinen Kopf mit großen Ohren. Die schwarzen Flecken auf ockergelbem Grund erinnern eher an einen Luchs. Ganze 15 Kilogramm kann der Serval auf die Waage bringen. Die Schulterhöhe beträgt bis zu 60 cm, die Länge über einen Meter. Der Serval ist ein geborener Jäger mit einer Jagderfolgsquote von über 50%, der nur durch Züchtung mit Hauskatzen zu einem Haustier wurde. Aufgrund seines Fells wurde er in den letzten Jahrzehnten stark gejagt, was seine Population stark gefährdete. Wenn es gelingt, das Tier zu zähmen, kommt es aber schon mal vor, dass die Katze wie ein kleines Kätzchen mit dem Besitzer spielt und zu einem braven Haustier wird. Trotzdem gilt: Vorsicht vor diesem gewaltigen Raubtier. Na, welche dieser Katzen hättet ihr gerne als Haustier? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir möchten an dieser Stelle noch sagen, dass besonders Wildkatzen nicht unbedingt als Haustiere geeignet sind und ihren Jagdtrieb ausüben müssen. Aber einige von ihnen sind wirklich einfach nur zum Schmusen und Liebhaben.